heute starten wir mal mit unserer Fahrzeugvorstellung. Detlef, und du stehst jetzt nicht ohne Grund hier, nicht weil du der Vereinsvorsitzende bist, sondern ich glaube, weil du zu den Icarus Reisebussen ja eine ganz besondere Beziehung hast. Ja, ich habe ja nur lange bei der BVB Ost gearbeitet und auch im Reiseverkehr. Und da haben wir natürlich auch Icarus gehabt. Ja. Und vor allen Dingen den Icarus 250. Ja. Das war so unser Luxusbus gewesen, der ja auch sehr viel unterwegs war im kapitalistischen Ausland und der auch die Transitlinie in Berlin gefahren hatte. Wir fuhren aber hauptsächlich als die normalen Busfahrer mit den Icarus 255, 256. Und die 250 war so eine extra Brigade gewesen. Aber so kurz vor der Wende kriegten dann auch alle normalen Fahrer dann auch mal einen 250er, was schon ein schönes Auto war. Genau. Und als wir den Verein hier gegründet hatten, haben wir mit so einem Fahrzeug angefangen, mit dem Icarus 250. Quasi der, der jetzt gerade um die Kurve hinter uns aufgetaucht ist. Genau, das wunderschöne Fahrzeug. Ja. Der Icarus 250.59, also eine der Weiterentwicklungen. Die 59 zählt für eine Weiterentwicklung, so wurden die immer gezählt. Es gibt ja noch den 52er und so weiter, 54er. Und diesen Wagen haben wir in Ungarn erworben. Ist nie ein DDR-Fahrzeug gewesen, aber weil wir hier keine mehr kriegen im ehemaligen Ostblock, haben wir den in Ungarn gekauft, oder in der DDR besser gesagt, Ostblock ist ja Ungarn, haben wir den gekauft und haben dieses Fahrzeug dann komplett restauriert und haben ihn dann in den Zustand verbracht, wie er jetzt ist. Durch diese Pandemie, die gerade herrscht, sind wir in der Anführungszeichen glücklichen Lage, dieses Fahrzeug nach 5 Jahren Betriebszeit wieder ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Er hat schon sehr viele Roststellen gehabt, die wir jetzt beseitigt haben. Und wir hatten ja schon im Video gezeigt, dass wir einen Lackierer auch hier haben, der unsere Lackierarbeiten macht. Unser Jens, der hat an diesem Fahrzeug sich sehr große Mühe gegeben. Wir haben vorher über unseren Schweißer die Holme austauschen lassen, Kotflügel geschweißt. Mhm. Und Jens hat dann das Auto teillackiert wieder, sodass er erstmal vom Äußerlichen her wieder in einem super Zustand ist. So, er hatte ja schon sehr viele Roststellen, die sind ja auch teilweise in unseren Videos zu sehen, dass diese Kotflügel hier komplett durchgerostet waren. Hier hat unser Schweißer den Holm komplett neu ersetzt hier drunter. Wir haben den Kotflügel bis hierher abgeschnitten, neu angesetzt. Und Jens hat dann den Kotflügel komplett lackiert, weil wir hier auf der Seite genau das Gleiche machen mussten. Holm raus, Kotflügel neu ansetzen und in diesem Zustand verbracht. Genau das Gleiche, hier ist nur der Keder noch nicht drin, der muss noch eingesetzt werden, weil die Leisten hatten wir ja runter. Hier haben wir es genau das Gleiche mit den Holmen. Der ist ausgetauscht worden und jetzt wieder neu lackiert worden von Jens. An den hinteren Kotflügeln sieht es nicht anders aus. Da mussten wir leider bis hierher alles raustrennen und hier komplett alles neu machen. Die ganzen Holmgeschehen hier unten drunter war schon so angerostet, dass wir das austauschen mussten. Aber man sieht gar nicht, dass da gestückelt wurde. Ein bisschen merkt man es, aber das nur, wenn man das weiß. Die Klappen haben wir auch wieder neu einbauen müssen. Die haben eine riesen Konstruktion hier drin. Das musste alles neu konstruiert werden und gemacht werden, sodass das auch wieder super funktioniert. Die hatten schon geklappt. Die haben wir teilweise mit Kabelbinder befestigt von hinten. Ne? Ja. So, das Heck ist komplett gemacht worden, außer das Rot. An der Tür war übrigens, ja, hier war ja auch noch eine große Stelle drin. Die hat er komplett rausgenommen, der Jens. Komplett neu lackiert, die ganze Tür. Ja. Das Heck hier ist alles gemacht worden, außer die rote Farbe, alles was weiß ist. Sah nämlich schon ganz schlimm aus. So, und ja, hier geht es dann weiter. Holme, Kotflügel. Genau das gleiche wie drüben auf der anderen Seite, so durchgerostet, dass wir das hier wegschneiden mussten. Hier hat man das, auf der Seite sieht man schön, die sind nicht verklebt mit den Holmen. Und dadurch sammelt sich hier der Dreck, da muss man richtig hinter, glaube ich, kommt man nicht ran mit der Kamera, vielleicht doch. Dass man da sogar teilweise durchgucken kann und da sammelt sich dann der Dreck hinter, wird feucht und dann fängt er wieder an zu rosten. Also wie gesagt, nach 5 Jahren sah er schon nicht mehr gut aus. Hier war es noch in Ordnung, haben wir nichts gemacht. Und dann hier wieder Holme durch bis vorne zu den Kotflügeln. Ja. Soweit haben wir dann wieder instand gesetzt, dass er nicht mehr durchgerostet, angerostet ist. Und wir wieder, wenn wir mit dem Fahrzeug wieder fahren dürfen, mit einem wunderschönen Bus wieder unterwegs sein können. Ja, und die Leute dann auch sehen, die fahren nicht mit so einer Rostlaube durch die Gegend. Ja. Wenn wir jetzt schon außen sind, zeig doch mal, erklär doch mal ein bisschen das Fahrzeug. Vielleicht können wir auch mal in die Klappen öffnen, mal reingucken, wie es da aussieht. Geht vierkant hier. Geht vierkant, müssen wir das in vierkant tun. Mal sehen, ob Stefan ihn in der Tasche hat. Stefan, hast du einen vierkant in der Tasche? Nee. Dann hol ich ihn. So, vierkant geholt. Der klassische Zauberschlüssel. Universal-Zauberschlüssel. Genau. Also wenn wir hier die Klappen öffnen,
Ja. Haben wir hier die Kofferklappen. Die waren zum Durchladen gewesen, außer die vorderen, weil hier sitzt noch ein Tank unter. Der hat normalerweise zwei Tanks. Einen hinten vor der Hinterachse und einen hier vorne hinter der Vorderachse. Mhm. Deswegen ist der nicht zum Durchladen. Es gibt auch 2,5er, wo man auch vorne an der ersten Klappe durchladen kann. Die anderen Klappen sind alle zum Durchladen, auch die daneben. Ja. Ja? Die Ungarn hatten sich hier Gasstoßdämpfer angebaut. Dadurch mussten wir hier die ganzen Halterungen umändern, weil die Gasstoßdämpfer kürzer waren, damit wir die originalen Klappenschienen wieder abnehmen. Also so wie es jetzt ist, genau, so war es mal vorgesehen. Das Original, genau. Ja. Ja. Hier hinten die Klappe vor der Vorderachse. Hier ist Technik drin, und zwar unsere Webasto-Heizung. Hatten schon zur DDR-Zeitung, hatten diese Fahrzeuge schon eine Webasto-Heizung drin. Das heißt eine Dieselheizung, die unser Warmwasser, unser Wasser anheizt. Mhm. Bevor ich den Bus starte, mache ich jedes Mal die Heizung vorher an. Lass den so auf 60 Grad aufheizen, dann ist der Motor auch, hat er Betriebswärme. Und dann starte ich den Motor mit als warmen Motor und nicht so einen kalten Motor. Dadurch, bei jedem Startvorgang, wenn man den kalt startet, verliert man 1000 Kilometer, sagt man. Und somit habe ich eine längere Lebensdauer meines Motors, obwohl wir ja nicht mehr so viel fahren. Ne? Ja. Ja. Dieser Tank hier ist ein selbstfüllender Tank, der kriegt aus unserem großen Tank kriegt der den Kraftstoff. Über die Rücklaufleitung vom Motor nachher, das können wir noch zeigen, geht es hier rein zur Heizung und wieder zurück in den Tank. Also es läuft immer, es ist ein ewiger Kreislauf hier, dass wir den Tank auch immer voll haben, müssen wir nicht betanken, die Heizung. Für diese Sirocco-Heizung musste man immer betanken. Ja. Nicht einfache Technik, wenn man kein Licht haben will, macht man die Klappe zu, ist das Licht aus. Jetzt wird es noch aus. Wackelkontakt. So. Gut. Hier haben wir die Batterieklappe drin. Diese Fahrzeuge waren ja mit Kühlschrank ausgerüstet und dadurch ist hier oben nochmal ein Batterieschlitten drin. Wir wollen den auch wieder so herstellen. Also hier oben kommen auch nochmal ein Satz Batterien rein, dass wir die komplett während der Fahrt alle vier Batterien laden. Ein Satz Batterien wird nur zum Starten sein und der andere Satz Batterie wird dann für die Verbraucher sein. Also Kühlschrank, Innenbeleuchtung und so weiter und so fort. Mhm. Dass man nicht, wenn man den Kühlschrank im Betrieb hat, irgendwann mal stehen bleibt auf der Strecke, weil der Kühlschrank läuft und uns den Saft geklaut hat. Ja. Das wollen wir uns noch umbauen, soweit sind wir noch nicht, aber es kommt. Wir haben ja vor kurzem den Motor hier gewechselt an dem Fahrzeug, wegen der Banalität an unserem alten Motor, aber es ist halt nicht zu ändern. Ich glaube, jetzt habe ich den abgebaut, der bleibt nicht offen. Weil wir den Stoßdämpfer hier rausgenommen hatten, da muss ich noch was machen. Okay, dann gucken wir mal so rein. So, also hier haben wir unseren anderen Motor jetzt drin, der super läuft. Was ist das für eine Maschine? Raber MAN. MAN hatte die ersten Motoren für die Linienbusse gebaut und Reisebusse. Und weil sie so viel brauchten, die Ungarn, hat Raber MAN irgendwann mal gesagt, baut die selber. Und hat Raber die Lizenz verkauft und seitdem heißen die Raber MAN Motoren. Mhm. Ja, Maschinen, die relativ zuverlässig sind. Wir haben ja einen Bus, da werden wir später drüber reden. Der hat 10 Jahre draußen im Freien gestanden. Wir haben uns rangesetzt, haben den gestartet, ist sofort gelaufen. Also robuste, langlebige Technik. Relativ gute, robuste, zuverlässige Technik. Hier auf den Kofferklappen sieht es genauso aus wie auf der anderen Seite, nur dass hier in dieser eigentlich unser Werkzeug drin ist, aber weil wir jetzt nicht fahren, haben wir auch keins drin. Also hier ist unsere Werkzeugklappe drin. Nehmen wir nicht für Gepäck, sondern hier sind ja die Heizungskühler verbaut, genau wie drüben auf der anderen Seite. Damit wird ja deine Fahrgastraum geheizt. Mhm. Ne? Vorne in der ersten Klappe ist auch ein Heizungskühler, drüben auf der anderen Seite auch. Ja. Ne? Gut. Wie ist das so von der Gepäckraumgröße? Passt es? Habt ihr das schon mal benutzt? Es war relativ, es sind ja 45 Plätze. Wenn du wirklich 45 Leute hast und bist mit denen eine Woche unterwegs, dann wird es schon eng. Weil die kommen ja alle, die Männer kommen mit den kleinen Koffern, die Frauen kommen mit großen Koffern und noch mit ihren Beauty Case, wie man heute sagt. Wir haben damals Schminkkoffer zugesagt. Ja, und dann wird es schon eng. Wir hatten aber dadurch, dass wir hier hinten einen Kühlschrank drin hatten und eine Garderobe hatten,
hatten wir hinten noch Platz, da konnten wir auch noch was ablegen. Mhm. Nicht? Also wir haben es immer weggekriegt mit den Autos. Also wenn man sich das ansieht, die Kofferräume entsprechen eigentlich heutigen Kofferräumen von Überlandbussen. Ja, ja, ja. Also kann man's, so kann man es bezeichnen. Ne? Nicht mehr zu vergleichen mit normalen Hochdeckern. Ja. Ja, hier haben wir nochmal von vorne. Hier sehen wir auch die Nummer dran, Icarus 250.59. Viele sagen immer, Z50 ist falsch. Der heißt Icarus 250, das war die 200er Serie. Ja? Und die 59 ist die Entwicklungsstufe. Das wurde mal mit dem Icarus 250 angefangen und dann gab es den Icarus 250-50 oder 54, der die Klimaanlage zum Beispiel hatte. Es gab ja auch einen Hochdecker von Icarus, der hatte 57, glaube ich, als Endnummer. Aber als Seriennummer ist immer Icarus 250. Diese Reisebusse hatten auch grundsätzlich Doppelscheinwerfer. Über die äußeren Scheinwerfer habe ich normales Abblendlicht. Und wenn ich aufblende, gehen die inneren Scheinwerfer mit an. Und wir haben auch noch Nebelscheinwerfer. Ja, also auch Nebelscheinwerfer sind vorhanden an dem Fahrzeug. Ansonsten hat er hier unten drunter nur noch seinen Heizungskühler für den Fahrerbereich. Hier zieht er die Luft rein. Ich kann die Klappen öffnen, schließen, wie ich möchte, von innen vom Fahrerplatz aus. Und dann kann er mir durch die Fahrtluft schon Wärme bringen oder im Sommer Frischluft. Und im Winter eben das warme Wasser, was im Heizungskühler ist, kann ich mit der Luft dann auch nach oben zum Fahrerplatz bringen, um die Scheiben frei zu kriegen, wenn sie beschlagen. Wie wechselt man hier eine Glühlampe? Das ist relativ einfach, wie zu DDR-Zeiten. Schraube lösen, Ring abmachen, drei Schrauben lösen, drehen, rausziehen, von hinten abklipsen, wieder rin machen. Einfach. Aber so mit einfach abklappen ist nicht, ne? Nee, das war... hier muss nicht abgeklappt werden. Hier kann ich nur die Klappe öffnen, genau. Um hinten an die Blinker ranzukommen, am Scheinwischermotor ranzukommen oder eben an den Heizungskühler, wenn da irgendwas ist. Ja, ansonsten brauche ich hier nicht. Zum Wasserauffüllen brauche ich hier nicht ran. Bei den Linienbussen habe ich hier vorne die Klappe zum Wasserauffüllen. Hier zum Tür öffnen oder schließen. Hier schließe ich die Tür. So, da geht es dazu jetzt. So, und über den rechten Knopf kann ich die Tür wieder öffnen. Und wenn der Batteriehauptschalter aus ist, weil ich den Bus ja verlasse, muss ich immer zwei Knöpfe drücken. Den Hauptschalter in der Mitte und den Knopf zum Schließen. Eine Frage haben wir noch ja nicht beantwortet. Wie lang ist eigentlich der Bus? 12 Meter. Also ein klassischer 12 Meter. 12 Meter Bahn. Ich denke, wenn er 12,50 sagt, aber unser Schlenki ist 16,50 Meter. Deswegen. Ja, genau. Ja, 12 Meter. Gut. Wir sind sehr zufrieden mit dem Wagen. Der hat uns ja auch so lange schon durch die Gegend gefahren. Also wir sind ja mit dem Wagen jetzt schon über 20.000 Kilometer unterwegs gewesen. Mhm. Nicht, ist nicht viel. Für einen normalen Linienwagen wäre es mehr oder einen normalen Reisewagen. Aber da wir ja einmal im Monat maximal eine Fahrt gemacht haben früher, kommen eben nur 20.000 zusammen. Aber reicht uns, wir sind zufrieden. So, dann lassen wir uns mal reingehen. Mal sehen, was Stefan uns aufmacht hier. Was quietscht da eigentlich? Wissen, die müssen wir suchen, ist draußen. Ach, okay. Ist draußen, Stefan, brauchst du nicht weiter suchen. Setz dich mal hier auf. So, wir sind auch hier drin am Bauen. Ja. Zum Beispiel, also Bauen ist ja hier drin nicht richtig gesagt. Diese Schaltmanschette ist ja von einem Linienbus. Mhm. Offiziell hat er hier eine Ledermanschette rum, die bis hierher geht. Und die wird hier unten dann mit Aluleisten festgemacht. Sind wir gerade, haben wir jetzt zu einem Polsterer gebracht, der wollte uns die anfertigen. Hat André gemacht. Mhm. Und die soll da wieder rinkommen. Dieses Teil wird komplett ausgetauscht. Die Stange bleibt stehen, aber das kommt raus, das ist nicht original. Das haben die Ungarn sich eingebaut, weil sie hier diese großen Sitze eingebaut haben. Und um die ganz nach hinten zu schieben, hätte das nicht gereicht mit dieser Stange hier und der Scheibe. Mhm. Dadurch haben sie die mit den gebogen. Aber für den, der hier sitzt, schon wieder ein sehr ungünstiger Platz. Das heißt, das wird jetzt wieder zurückgebaut? Das wird zurückgebaut auf original. Haben wir da das Teil dafür und das wird dann... Und dann dürfen aber keine großen, gewachsenen Fahrer mehr hier sitzen. Haben wir ja keine. So, wir haben hier zum Beispiel auch noch die... Bohrung und Verschraubung dafür sind noch vorhanden für die Stange, die hier rüber kommt geradezu. Ne? Mhm. Ja, auch da unten ist da drin die andere. Ja. Ja, so. Ansonsten ist ja hier drin, haben wir nicht viel gemacht. Wir können ja mal durchgehen, kurz nach ganz hinten. Da haben wir schon ein bisschen angefangen vorzubereiten. Also du hast schon gesagt, 45 Sitzplätze? Wir haben im Moment 42 nur. 42. Weil wir ja die letzte Bank hier hinten raus haben. Weil wir hier wieder einen Kühlschrank einbauen. Ne? Der Kühlschrank steht schon drin. Die Verkleidung für den Kühlschrank haben wir aus einem anderen, aus unserem Ersatzteilspender ausgebaut. Dann kommt ja hier eine Wand vor. Mhm. Hier eine Wand vor.
Und hier oben über den Kühlschrank kommt dann ein Schrank hin mit hier einer Flügeltür mit einem, und oben auch nochmal, dass wir auch noch dort was lagern können. Ja, also es wird original in dem Zustand wieder zurückgebaut, das Auto, wie wir sie bei der BVB in Berlin hatten. Ja, hier kommt dann noch die Garderobe rein, also Sitze kommen hier hinten nie wieder rein. Deswegen ist es hier noch alles raus. So, die Sitze machen ja einen sehr guten Eindruck. Ja, die haben wir auch noch so gelassen, ja. Die sind noch original? Die sind nicht original. Original sind sie ja ein bisschen anders gewesen. Wir hatten die Einstrich, kein Strich. Da war auch schon Stoff gewesen, aber hier war so ein kleines Strichmuster immer drin gewesen in den ganzen Sitzen. Mhm. Hier sind normalerweise Kopflautsprecher drin. Sind hier auch nicht mehr drin. Der hat irgendwann mal die Sitze zum Polstern gebracht, der Verkehrsbetrieb in Ungarn, der die hatte. Und da sind die hier auch mit diesen Stoffmustern, das ist typisch ungarisch. Das heißt, die hatten hier Lautsprecher? Da waren Lautsprecher drin. Klingt ja sehr, sehr modern eigentlich. An der Seite, ich kann nachher noch so einen Sitz zeigen, wir haben solche Sitze da. Ja. Ja, die hatten hier den Schalter dran gehabt, da drüben einen an der Fensterseite und einen hier. Und vorne konnte man auf Kopflautsprecher schalten, am Cockpit kann ich gleich noch zeigen. Und dann liefen nur die, die hier oben an der Decke waren, dann aus gewesen. War ein sehr tolles Klangbild, wenn man hier gesessen hatte. Ja. Das heißt, der wurde nach 1990 wahrscheinlich noch mal, also schon irgendwann mal gemacht worden, ja. Ne? Und der hat den Vorteil auch, diese Reisebussitze waren erstmal sehr bequem. Man konnte auch hier die Rückenlehnen nach hinten verstellen und ziemlich weit sogar. Ja. Und es war immer noch Platz hier hinten beim Hintermann. Den hat man nicht auf die Knie gleich liegen. Ja, weil die hatten schon einen sehr großen Sitzabstand. Oh ja, das stimmt. Ja. Also das ist ja eigentlich, muss ich mal sagen, im modernen Vergleich so ein 4-Sterne-Abstand. Kommt ne? Da schon so. Hin, ja, der hat über 80 cm Sitzabstand. Ja. Ne? So. Aber man kann die Sitze nicht nach, den Außensitz nicht nach außen mal schieben. Vorgehen ne? Bitte. So, jetzt kommt die nächste Spezialität, die der Bus schon hatte. Ah, tatsächlich. Konnte auch noch vor meinen Nachbarn wegrücken. Ein Nachteil hat es dann nur, wenn sie das Bede gemacht haben auf jeder Seite, was mit dem hier, gehen alle. So, wenn sie das Bede gemacht haben auf jeder Seite, dann kommst du hier nicht mehr durchgelaufen, ja, der ist noch nicht mal richtig raus hier. Genau. Warum geht denn der nicht? Der klemmt heute hier. Das ist Vorführeffekt, ja? Ja. So, lassen wir es. Nee, also wie gesagt, die ging auch noch nach außen zu schieben und sie hatten Fußstützen. Keine verstellbaren Rasten, aber man konnte seine Füße da unten aufstellen. Mhm. Tatsächlich, ja. So, dann hat er Luftdüsen über den Köpfen, die im Sommer eine sehr angenehme Geschichte sind. Keine Klimaanlage, aber den Fahrtwind, den man oben über die Luftputzen eingezogen hatte, konnte man über Motoren, hat der Fahrer vorne zugeschaltet, auch noch hier richtig doll rauspusten aus den Luftdüsen. Mhm. War man im Dunkeln unterwegs, hatte man noch die Leselampen. Ja. Wenn wir Glück haben und Stefan macht, ja guck mal hier, unsere Leselampe funktioniert sogar, müssten nur mal gereinigt werden, die Gläser. Mhm. Ja, also konnte sich der Fahrer auch hier sein Leselicht einschalten. Okay. Ja, also es war schon ein relativ modernes Fahrzeug gewesen zu damaligen Zeiten in den 80er Jahren. Decke haben wir noch so gelassen, die ist original Kunststoffdecke eigentlich. Mhm. Ist so ein Nadelfilz hier drin, der sehr anfällig ist. Also den darf man nicht mehr anfassen, dann fallen die Nadeln raus. Ja? Das ist eine sehr anfällige Decke. Aber wir lassen die noch so. Ja, du hast gesagt, Klimaanlage ist nicht. Gab es überhaupt Icarus mit Klimaanlage? Hätte man bestellen können. Ungarn hätte so gebaut. Gegeben, ja, gab es ja. Die 254er waren zum Beispiel mit dem Thermo King hinten drauf. Die ZK-Busse hatten alle Klimaanlage. Ja, die hatten sie teilweise unten drin. Es gab welche oben mit einem Kasten drauf oder eben unten drin in den Kofferraum. Also hier nur Lüftung hier oder nur halt Lüftung, genau. Die Scheiben so ein bisschen noch genau. Zum Öffnen. Naja, das ist ja die russische Klimaanlage. Scheibe auf, Scheibe zu, Dachluken auf, Dachluke zu. Ne? Ja, der lüftet aber trotzdem sehr gut. Die Leute sagen alle, die mit uns fahren, weil wir auch diese Fahrten durchführen, die sagen alle, der Wagen lüftet besser als ein heutiger Fahrwagen mit Klimaanlage. Ja. Eine kleine Besonderheit ist noch, hier ist das Originalleder noch. So wurden die ausgeliefert. Normalerweise auch an den Seitenverkleidungen war das Gleiche dran. Aber da wir das nicht mehr hatten, haben wir die Seitenverkleidung eben mit Sprelakat gemacht. Die Firma Sprelakat gibt es noch. Haben wir bestellt bei Sprelakat und haben den Bus von innen so verkleidet, dass er wieder ein vernünftiges Erscheinungsbild hat, weil er hat nämlich auch dieses Nadelfilz hier, hat aber sehr schmutzig und sehr dreckig. Wir hatten den ja komplett entkernt. Ne? Und hier war auch Nadelfilz drüber und wir hatten es durch Zufall entdeckt, dass es Originalleder drunter ist. Dann haben wir das Nadelfilz abgezogen, dann war aber der Kleber drauf. Da haben wir nichts gefunden, den Kleber abzukriegen. Dann haben wir eine Lederrestaurationsfirma in Marzahn gefunden, der hat uns für viel Geld, muss man dazu sagen, hat da den Klebstoff hier komplett entfernt und hier ist das Ergebnis, dass das Originalteil drin ist. Ne? Ja. Viel Arbeit steckt in dem Auto.
Wir haben ca. 25.000 Euro investiert, Privatgelder und 3.000 Arbeitsstunden. Ja. Gut, dann sind wir schon im Fahrerarbeitsplatz angelangt. So, Stefan, du sitzt schon mal da. Ja. Du fährst ja auch gelegentlich mit dem Auto hier, ne? Ja, als Auswärtsfahrer, genau. Genau, naja, was heißt Auswärtsfahrer? Also einer der Vereinsfahrer halt hier, genau. Ne? Genau. Du bist ja auch tatsächlich, hast ja auf Icarus gelernt, ja. 1989, genau, ne? Genau, ich hatte damals meinen Führerschein aber auch gemacht, aber auf den Stadtbus, wie gesagt, war das. Mhm. Erst auf den kurzen, dann auf den langen. Und den bin ich jetzt erst, wie ich im Verein war, bin ich erst dazu gekommen, diesen 250er zu fahren. Wie viele Jahre lagen eigentlich zwischen deinem letzten Icarus-Fahren und dann dem hier, weißt du so? 20 Jahre bestimmt. Ja. Wie war so? Man hat sich gleich wieder wohlgefühlt, so wie früher. Und Schaltung ist zwar ein bisschen anders wie beim Stadtbus, aber man gewöhnt sich am allen. Das war wieder ein Feeling wieder, war ja damals mein Kindheitstraum gewesen, Busfahren. Ja. Da habe ich ja damals zu DDR-Zeiten angefangen und habe mich gleich wieder wohlgefühlt. Detlef, du bist ja ein durchaus kritischer Begleiter, sage ich mal. Wie hat er sich gemacht so am Anfang oder überhaupt? Wie fährt er mit dem Auto? Sei ruhig ehrlich. Ist einer meiner besten Fahrer. Wir haben hier richtig gute Fahrer, da gehört Stefan zu. Unser Nico, der leider nicht mehr bei ist, war auch ein sehr guter Fahrer gewesen. Mhm. Zum Anfang haben sie alle Probleme mit den Schalten, weil er, wie gesagt, verkehrt rumschaltet. Der Linienbus hat ja den Motor vor der Hinterachse, steht also das Getriebe in der richtigen Richtung. Hier ist der Motor hinten im Heck, das Getriebe steht also in anderer Richtung, also schalte ich andersrum. Wo hier der dritte ist normalerweise, oder wo hier der erste ist, normalerweise der zweite im Linienbus. Und deswegen ist es ein bisschen kompliziert. Haben sie Probleme gehabt zum Anfang, die nicht über die Sperre in Rückwärtsgang zu kommen. Und hatten manchmal ein bisschen Probleme mit dem dritten, bis sie gelernt haben, den Schalthebel einfach nur laufen zu lassen. Und funktioniert heute, ich muss nichts mehr sagen. Ich setze mich hinten auf, wir sagen dazu Abtreibebank, da setze ich mich immer hin. Ich kümmere mich ja nicht mehr um das, was hier vorne ist. Außer die kommen an und sagen, sag mal, wo muss ich denn jetzt rumfahren? Aber ansonsten ist mir das wurscht. Ansonsten, Stefan, kennst du ja moderne Busse, du bist ja täglich mit den neuesten Stadtbussen unterwegs. So, sag mal deinen Eindruck hier zum Fahrerarbeitsplatz. Ja, auf jeden Fall ist es sehr übersichtlich. Man erkennt alle sofort hier die Luftkessel, wie wir da haben. Strom, Temperatur, Füllstand der Tankanlage, Fahrtenschreiber mit Schaublatt. Wird hier mit Fahrtenschreibe gefahren? Ja, hier wird noch gefahren. Hm. War ja bei der BVG jetzt, wir haben zwar auch Fahrtenschreiber, aber halt nicht mehr diesen Tachograf. Hm. Der ist halt digital halt. Ja. Spiegelsicht? Super. Ja? Das sind ja nur relativ große Spiegel. Ja? Also es gab ja tatsächlich auch in dem Baujahr noch Busse, die hatten nicht ganz so große Spiegel. Die waren relativ kleine, aber die sind ja die normale Größe hier von Icarus. Mhm. Ja. Nee, man fühlt sich wohl. Also ja, beim Ochler ersten Meter gefahren und man fühlt sich einfach wohl. Das ist ein Traum, sowas zu fahren. Für mich ist es eine Auszeichnung, sowas zu fahren. Ja? Ja. Aber jetzt mal ehrlich, die Leistung ist ja nun nicht die dollste, ne? Ja, natürlich, klar, wir sind Touren gefahren, wo man in den Berg hochfährt. Da musste ich manchmal auch schon ein bisschen kämpfen, na, schafft er das noch? Aber er hat es super gemeistert. Ein bisschen runtergeschaltet, hoch den Berg gezottelt und dann war er wieder einwandfrei. Also ohne Probleme. Fährst du auch selber gelegentlich hier beim Verein? Ich versuche mich zurückzuhalten. Ja. Wir haben ja die Prämisse mal erarbeitet, da war Stefan noch nicht bei uns, dass ja bei uns grundsätzlich auch nur Leute fahren, die an den Fahrzeugen selber bauen. Sprich, sie werden mit so einem Fahrzeug anders umgehen, wenn sie wissen, wie schwer das ist, da unten ein Luftkissen zu wechseln. Wenn sie wissen, wie schwer das ist, ein Stabi zu wechseln und so weiter und so fort, werden sie anders mit dem Fahrzeug umgehen. Deswegen fahren bei uns nur Leute, die bauen. Das ist unser Hartmut, Stefan und so weiter, André. So. Und das merkt man auch, wenn man mit den Leuten unterwegs ist. Und ich versuche mich eigentlich sehr zurückzuhalten. Und Stefan sagt es ja schon, wir müssen ja mit Fahrtenschreiberblatt fahren. Wir unterliegen also den EEG-Richtlinien, weil wir gewerblich unterwegs sind. Unsere Fahrgäste, die wir befördern, bezahlen. Und wenn man 1 Cent einnimmt pro Fahrt, muss man eine gewerbliche Konzession besitzen. Und daher müssen wir auch mit Fahrtenschreiber fahren. Wir kommen bei unseren Touren aber nicht mit einem Fahrer hin. Sprich, wenn wir unsere Rostockfahrt machen, bringe ich den leeren Bus bis nach Treptow zu unserer Haltestelle.
Da übernimmt dann der Stefan oder der André das Fahrzeug und die fahren dann die Rostock-Tour und ich fahre den Wagen wieder zurück hier raus zu uns in unsere Halle. Das sagen die alle so. Mehr, Heiko, ja, keine Lust mehr zu. So. Sag mehr. Mal, vielleicht noch ein paar, also letztes Jahr sind wir ja nun gar nicht gefahren, ne? Ich glaube 2019 war die letzte Fahrt, wisst du noch, wo die hinging? Ja, unsere Weihnachtsfahrt. Aha. Nach Magdeburg. Ja. Das war unsere letzte Fahrt, da sind wir sogar mit zwei Fahrzeugen gefahren, mit dem Fleischer und dem Icarus, weil ja. wir so viel Zuspruch hatten. Ja, 2020 nicht eine Tour, nicht mal Mietfahrten, darüber hatten wir ja schon gesprochen in unseren anderen Videos und 2021 sieht es bis jetzt nicht besser aus. Ja, wir sind langsam an der Grenze auch angekommen, wo wir überlegen müssen, wie wir zum Geld kommen, um unsere Halle zu bezahlen. Es wird jetzt langsam eng. Wir haben noch ein bisschen Gelder, aber das reicht nicht mehr bis zum Jahresende. Deswegen bin ich jetzt schon wieder am Suchen, wo es noch Corona-Hilfen gibt. Mhm. Und wir sind schon mit unserem Mieter mit über eine Übereinkunft, dass wir es überhaupt schaffen. Sonst wären wir schon weg. Ja. Ja. Vermieter. So. Mhm. Ansonsten, wann war das nochmal, als der Bus fertig wurde und die ersten Fahrten mit dem gemacht wurden? 2015. 15. Also kann man sagen, 4 Jahre wurden jetzt mit dem Auto quasi Touren unternommen. Was war so die weiteste? Wo ging es am weitesten? Wir sind circa maximal sind wir so mit unseren Fahrgästen 250 Kilometer unterwegs. Das ist so die Maximalgrenze, wenn man sagt, mit einem Fahrzeug, wo ich nur 80 fahren kann, schaffe ich die 250 Kilometer als Tagestour. Wir wollen aber auch noch Programm machen. Die sollen nicht nur den ganzen Tag hier im Bus sitzen. Sprich, wir schaffen also in 3-4 Stunden nach Rostock zu kommen, machen da 3-4 Stunden Programm, fahren 3-4 Stunden zurück, sind wir locker 12 Stunden unterwegs. Ja. 12 Stunden im Durchschnitt ist immer unsere Fahrt. Wissen die Leute auch mittlerweile, die mit uns fahren. Unsere absolut weiteste Tour mit diesem Auto hier war nach Neu-Ulm. Ah ja. Unsere Fahrt zur Firma Setra, also heute ist es ja Evobus, war früher Setra und wir haben uns dort mal die Produktion angeschaut, wenn die Fahrzeuge von Mannheim kommen und in Neu-Ulm dann fertiggestellt werden. Sprich Motoreinbau, Sitzeinbau und so weiter und so fort. Das haben wir uns angeguckt als sogenannte Brigadefahrt zu unserem 5. Geburtstag. Als unser Verein 5 Jahre alt wurde, haben wir uns das mal gegönnt und haben auch unseren Partnerverein Traditionsbus mit eingeladen. Da waren auch nochmal 12 Leute mit unterwegs. Wir als unser Verein war komplett unterwegs. War eine wunderschöne Fahrt gewesen. Wir haben viel Freude gehabt, viel Spaß gehabt und das Auto hat durchgehalten. Stefan, du bist auch mit gewesen? Ja, ich war auch mit. Ist das nicht ganz schön ermüdend mit Tempo 80 stundenlang auf der Autobahn? Ja, man hat sich dran gewöhnt. Wir haben ja einen Fahrerwechsel immer gemacht und das ging. Mhm. Auch genug Pausen und so. Ja. War schön. Also normalerweise, wenn hier mit Fahrgästen gefahren wird, dann ist wie ein richtiger... Wie ein richtiges Reisebusunternehmen mit Programm und allem, was dazu gehört. Wir haben hier aus dem letzten Jahr, wo wir ja noch nicht gefahren sind, noch unser Flyer hier zu liegen. Ja, für 21 sieht genauso aus von vorne. Ja. Und im Prinzip die Fahrten, die hier drin sind, sind für 21 auch geplant. Die gleichen Touren, nur eben andere Daten jetzt mittlerweile. Und konnten ja leider keine machen davon. Und das sind immer so im Durchschnitt, hier das nicht so weit nach Buko rauszufahren. Hier ist Buko, das ist Halle zum Halloren-Museum. Hier ist Kappel drin, wäre dieses Jahr das Icarus-Treffen gewesen, fällt leider auch aus. Wandlitz, Müritz als eine Tour und hier oben Rostock eine Tour. Da gehört das Traditionsschiff mit dazu als Highlight. Schiffshebewerk Niederfino und die Obus-Firma in Eberswalde. Aber ich sehe gerade, es sind ein paar Termine auch später im Jahr. Also ich bin ja nach wie vor Optimist. Vielleicht klappt es ja noch. Ja. Wir hoffen alle drauf. Wir hoffen drauf, was nun mal passiert, ne, ob die Impfung endlich mal anschlagen und die Sache vorangeht. Ihr habt ja nun, oder wir haben ja nun im Verein viele Busse. Gibt es da auch, sage ich mal, jetzt so feste Patenschaften von den einzelnen Mitgliedern für einzelne Fahrzeuge oder Stammfahrzeuge? Wie sieht das aus? Also da will hier bei uns so keiner richtig ran. Ich sehe ja auch andere Videos von anderen Vereinen. Und da gibt es zum Beispiel die Dresdner, da hat dann der Fahrer Werner zum Beispiel die Patenschaft über den H6-Zugmaschine und sowas und stellt den auch vor als sein Fahrzeug und erklärt den Wagen auch genau. Das haben wir hier überhaupt nicht, habe ich mal versucht anzusprechen. Möchte keiner so richtig, die wollen eigentlich alle alles fahren und für alles auch verantwortlich sein. Also sprich, wir haben ja keine Fahrzeugbindung, sondern wir arbeiten alle, wenn wir können an dem Auto, alle können nicht arbeiten, dann arbeiten die anderen am anderen Auto und so weiter. Also es wird hier keine Wagen-Mann-Bindung geben. Weil zurzeit nicht gewünscht. Mhm. Vielleicht ändert sich das mal.
dass wir Projekte verteilen können, wie unseren Barkas oder unseren S4000 oder wie auch immer. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, gibt es jetzt noch ein bisschen Emotionen auf die Augen und dann bis zum nächsten Fahrzeug. Ja, ich mache alle wieder zu. Mit Motorwagen.